72. Deutsche Meisterschaften in Bielefeld in der Seidenstickerhalle und wir freuen uns. Hier ist die amtierende deutsche Meisterin Yvonne Lee. Hallo Yvonne. Hi. Und der amtierende deutsche Meister Matthias Kecklitz. Moin. Die beiden sind auf der Jagd nach Titeln. Fangen wir mal mit was ganz Verrücktem an. Die haben eben schon gespielt zu 7 und zu 10. Und jeder, der jetzt denkt, ihr hättet Einzel gespielt, habt ihr nicht. Ihr habt Mixed gespielt. Wer beantwortet mir? Wie kam es dazu? Kiki hat mich einfach gefragt, haben sie ja gewollt. Kiki, man muss also einfach nur zur deutschen Meisterin hingehen, fragen und wenn man Glück hat, dann sagt die, ja, ich spiele, ja. Oder wie ist das gelaufen? Lass mich mal ein bisschen, lass uns die Community mal ein bisschen teilhaben. Nee, wir sehen uns ja jeden Tag im Training und trainieren jeden Tag auch zusammen und hatten wir die Idee, vielleicht eine zweite Disziplin zu spielen und hatte ich mal nachgefragt und Yvonne hatte Lust drauf, ich hatte Lust drauf und ja, da kam die Idee und haben wir die Trainer gefragt und ja, das ist möglich und dann haben wir jetzt einfach mal gemeldet und gucken mal, wie weit es geht und gucken von Spiel zu Spiel und halt Spaß machen müssen. Ihr habt keinen Setzplatz gekriegt, Yvonne, weil die Regularien sind halt so. Kommt jetzt im nächsten Spiel auf ihren 3-4 gesetzten Malik Burakadi und Leona Michalski. Ist das, man kennt sich ja schon irgendwie, ist das was Besonderes oder sagt er, wird gemacht und fertig ist? Also, ich glaube, Mixspielen ist für mich immer besonders, weil ich es einfach nicht so oft tut. Und ja, also Leona kenne ich ein bisschen mehr aus der Liga, aber gegen Malik zum Beispiel habe ich da noch nie gespielt. Mal schauen. Und mit Kiki habe ich jetzt auch noch nicht so oft gespielt. Ist auch was ganz Besonderes. Ja, einfach Spaß haben. Wie siehst du es, Kiki? Ja, ich habe gegen die beiden ja schon oft in der Jugend gespielt und kenne die auch ein bisschen und so. Ist jetzt ein bisschen her, dass ich auch meine Mix regulär gespielt habe. In der Jugend hat es ja immer ganz gut geklappt, aber ja, mal gucken. Wir wollen Spaß haben und probieren gut zu spielen und vielleicht ist die Chance da und ja, wir gucken einfach mal, vielleicht klappt es ja. Zwei amtierende Einzelmeister, muss ich natürlich fragen, das Einzel ist aber schon euer Fokus, oder? Ja, auf jeden Fall ganz klar, ja. Fange ich mal mit Yvonne an. Yvonne, deine Nationalmannschaftskollegen sind in Thailand, schöne Grüße an die da alle in Thailand. Du hast das Olympia-Ticket, ich sag's mal so halbwegs in der Tasche. Deutsche Meisterschaft, 6. Mal gewinnen, ist das was Besonderes oder sagst du, ach, da gehen wir hin, machen wir, was fertig ist? Ja, es ist immer Druck da trotzdem und das Favoriten und dann müssen wir halt liefern und ich hoffe, ich kann wieder liefern. Und Olympia, ist man da schon so ein bisschen im Fokus? Ist das bei dir schon, also ist ja schon 24, schreiben wir jetzt alle, ist Paris sozusagen schon irgendwo bei dir im Hinterkopf? Also ist schon lange. So bereiten sie sich vor. Kiki, bei dir. Du hast letztes Jahr ja, wissen wir, leider Gottes, den Titel nicht auf dem Feld erringen können. Ich weiß, ich kenne dich sehr, sehr gut aus Neumünster. Was hättest du lieber auf dem Feld geklärt? Wie sieht es in diesem Jahr aus? Wer ist aus deiner Sicht so Stolperstein oder wer könnte den amtierenden deutschen Meister fordern? Ja, also es ist sehr ausgeglichen, würde ich sagen, Herr Einzel. Also wir sind da ein paar, die ganz recht nah beieinander liegen und ich glaube, das Feld ist recht offen und so. Dadurch, dass Kai jetzt natürlich raus oder abgesagt hat, natürlich einer weniger, aber Fabi, als der auch jetzt in Olympia-Quali natürlich führt, ist natürlich ein großer Kandidat. Aber ich hoffe, dass ich meinen Titel wieder gewinnen kann und natürlich auch im Feld diesmal. Glauben wir auch, dass das schön wäre. Du hast über Olympia gesprochen, Fabi ist da im Moment ein bisschen voran. Ist für dich Paris schon noch ein wirkliches Ziel? Weil ich hätte gedacht, du reist dann vielleicht noch ein bisschen mehr um die Welt. Nee, Paris ist kein Ziel mehr für mich. Ich habe das jetzt auch nicht so als großes Ziel gesetzt. Also wenn die Chance da gewesen wäre, hätte ich es natürlich noch probiert und sowas. Aber mit den Bundeswehrlehrgängen und auch mit der Weltranglistenpositionierung, die ich vorher hatte, habe ich es nicht richtig in Angriff genommen und bin auch auf zu großem Abstand da jetzt, dass da die Chance eigentlich nicht mehr besteht. Das ist schade, aber du wirst die Wunder anfeuern hoffentlich in Paris, wie wir alle, oder? Na klar, ja. Die wird das auch gut machen und ja, hoffentlich holt die eine Medaille mit nach Hause. Eine Medaille von Yvonne Lee. Nicht nur bei der deutschen Meisterschaft, sondern bei Olympia, das wäre ein Träumchen, oder? Ja, ich glaube, da ist so ein ganzes Stück hin. Genau. Ihr kommt vorbei in der Seidenstickerhalle, entweder heute oder am Freitag, Samstag Halbfinals, Sonntags Finals. Ich bin ganz zuversichtlich, dass die beiden da im Finale sind. Viel Spaß euch im Mixed. Schaut mal rein, kann man im Ticker alles sehen, wie die beiden gespielt haben. Und wir freuen uns, dass ihr da seid. Und ja, habt nicht nur im Mixed viel Spaß. Dankeschön. Danke. Nein.